Die Zweifel, ob Sie für dieses Kunstwerk wirklich so viel Geld ausgeben sollten, können wir Ihnen nicht nehmen. Ob Ihre Daten bei Online-Zahlungen in guten Händen sind, schon. Sicher online zahlen ist einfach. Mit PayDirect, dem neuen Service Ihres Sparkassen-Girokontos. Jetzt im Online-Banking registrieren und am Gewinnspiel teilnehmen. Christian Maslanka ist bei uns. Christian, ich gratuliere dir trotzdem, es war einfach eine tolle Leistung, aber ich denke mir, ihr seid jetzt schon sehr, sehr enttäuscht, oder? Ja, wir sind wirklich alle Mann sind wirklich sehr enttäuscht, also da war sicher mehr drin, aber ich kann wirklich nur ein Riesenkompliment an die Mannschaft geben, auch wo wir in Unterzahl, wo wir einer weniger waren, beziehungsweise dann Gleichzahl. Das haben die Jungs super gemacht und ich sag mal, es wäre wirklich sehr verdient gewesen für die Jungs, wenn wir hier eine Runde weitergekommen wären. Absolut, ich habe das selbst von Hannoveraner Seite aus schon gehört. Hast du die Szene gesehen mit dem Elfmeter? Für mich sah es mehr aus eigentlich sogar wie ein Stürmerfoul. Konntest du es sehen? Ich habe es von oben gesehen, ja. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ein ganz normaler Zweikampf war, ein bisschen mitgezogen worden ist, dass der Ball dann gegen seinen Arm geht. Ist einfach Pech, aber ich sage mal, es ist eine normale Bewegung, keine unnatürliche. Ja. Und dass man da dann wirklich in der letzten Minute auf Strafschuss entscheidet, ist für mich ein Unding, aber wie gesagt, nicht, dass es jetzt auch mich getroffen hat mit der gelb-roten Karte. Gut, das kann man vielleicht noch, ne? Oder? Also meiner Meinung nach, wenn ich der Schiri wäre, würde ich schon mal über meine Leistung nachdenken, aber ist entschieden, gut. Ist vorbei. Ja. Ja, wie könnt ihr euch jetzt wieder aufrichten? Aber ihr könnt euch sagen, ihr habt ein super Spiel gemacht. Also man hat teilweise keinen Klassenunterschied gesehen, also wirklich echt nicht. Das war... Nee, man sieht wirklich von Tag zu Tag, Woche zu Woche sieht man wirklich, wie alle Jungs, wie wir zu einem Team werden. Wir verstehen uns immer mehr und die Chemie in der Mannschaft stimmt einfach. Wir haben super Fußballer drin und ja, ich denke mal, in der Saison kann man noch viel erwarten von der Mannschaft. Denke ich auch. Und deine Sperre hätte ja nur für den DFB-Pokal gegolten, nehme ich an. Ne? Also ich denke mal, in der Liga kannst du normal spielen. Das weiß ich gar nicht so genau, aber... Also so kenne ich so von Erfahrung her, dass so... Ich denke mal und ich hoffe auch, ja. Matthew, it was a great game. Es war so gut. Man sah keinen Klassenunterschied. Es war so schade, dass es so enden musste, oder? Ja, ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Wir hatten uns auch ein paar Chancen, das Ding in Zuge auch zu gewinnen. Ja. Die hatten auch ein paar Chancen, muss man auch sagen, zugeben. Aber so zu verlieren, das tut sehr, sehr weh. Ja. Ich meine, die Jungs hier, die haben alles reingehauen. Ja, du auch dann. Also ja, ja. Was auch alles. Ja, aber ich meine, die erste 90 Minuten, ja. Ich bin dann spät reingekommen. Ja, persönlich auch das Ding. Ich weiß nicht, wie der Torwart meine Chance hält. Das ist auch ein entscheidender Moment. Wenn das Ding reingeht, dann führen wir und wahrscheinlich gewinnen wir das Ding. Also so ein Könnchen Glück braucht man. Ja. Er berührt das Ding ganz leicht und so ist das Spiel. Ja. Geht man einen Elfmeter am Ende? Ja. Unglücklich. Hast du das gesehen mit dem Elfmeter? Nee, ich war ein bisschen weiter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob er kam von hinten. Meier hat ihn nicht gesehen, aber ich weiß nicht. Na, ist jetzt auch egal. Aber ihr könnt doch trotzdem rausziehen, dass ihr eigentlich mit einem Zweitligisten mithalten könnt. Ich glaube, das war schon vor dem Spiel klar, hat man in die erste Runde schon dieses Jahr gesehen. Es waren viele, viele Überraschungen oder enge Spiele und ja, mit dieser Mannschaft, das war mir schon, ich habe sowas erwartet, dass wir mithalten. Echt? Ja, dass wir mithalten okay. Könnten. Wow. Und wenn wir gut spielen, hätten wir das Ding gewinnen können. Und ich meine, so haben die Jungs das gezeigt, wir haben einen ganz, ganz schlechten Start erwischt. Ja. Aber super zurückgekommen. Ja, gefeiltet und auch gut Fußball gespielt. Nicht nur absolut. Gekämpft, aber auch schöne Fußball, schöne Spielzüge gehabt. Ja, leider ist es nicht gelungen. Das ist Fußball und ich weiß nicht, was die... Ich muss sagen, in meiner Meinung, der Schiedsrichter hat ein ganz komisches Tag heute gehabt. Ich meine, zwei entscheidende Momente, die laufen gegen uns.
Für meine Sicht ist das eine rote Karte für gegen Dren, das hat er richtig gehabt. Ob er schlechte Gewissen hat, ich weiß nicht, aber hier mit dieses zweite Gelb. Mit Maslanka, ne? Ja. Ich habe nichts. Ich glaube, das null. Ich hab null gesehen. Ja. Und dann klar, die Elfmeter, ob er das richtig hat oder nicht, ich konnte nicht sagen, aber mit Maslanka habe ich wirklich gar nichts gesehen. Ja. Gar nichts. Und das Gelb zu geben, ne? Ja, ich denke, wir haben gezeigt, was wir können. Wir haben es in Hannover sehr schwer gemacht und ich denke, es ist natürlich ganz bitter, dass du in der 120. Minute einen Elfmeter gegen einen bekommst. Ja, ich hätte es natürlich der Mannschaft gegönnt, dass wir da natürlich weiterkommen. Wäre auch verdient gewesen, oder? Ja, also ich denke, auch von draußen zuzuschauen hat Spaß gemacht und man hat gesehen, dass wir auch das Zeug haben für höhere Aufgaben. Ja. Das denke ich auch. Man hat, finde ich, teilweise den Zweiklassenunterschied wirklich, es reicht jetzt, gar nicht gesehen. Ne? Ja, denke ich auch. Zu dir persönlich, wie geht's dir? Wann kannst du wieder, machst du jetzt Reha oder wie ist im Moment der Stand? Genau, im Moment bin ich im Erstwillkommenssport in der Reha. Und ja, es läuft gut, ich mache meine Fortschritte. Ich kann wieder Bewegungen durchführen, die ich lange nicht mehr machen konnte. Und es freut mich natürlich auch, dass ich bald wieder fit bin. Schön. Was gibt es irgendeine Tendenz? Kannst du schon abschätzen, wann du wieder trainieren kannst? Ja, im Moment ist es immer schwierig so zu sagen. Also ich darf jetzt schon leicht anfangen zu joggen. Das ist ja auch schon mal ein großer Schritt für mich, endlich mal auch mal was Eigenes zu tun können. Ja. Ja, ich gebe mir Mühe und hoffe, dass ich bald wieder dabei bin. Ihr hättet es alle so verdient gehabt, oder? Das ist doch sowas Blödes, kann doch gar nicht sein. Ja, ich glaube, so eindeutiger haben wir schon lange nicht mehr im DFB-Pokal dominiert. Es tut einfach gerade nur richtig, richtig weh. Ich glaube, die Mannschaft hat es einfach verdient gehabt, hier weiterzukommen. Zumindest ins Elfmeterschießen zu kommen, dann hätte die glücklichere Mannschaft gewonnen. Aber es ist einfach schwierig, gerade die Worte irgendwie zu finden, weil es tut einfach gerade einfach nur weh. Es war auch eigentlich kein Elfmeter, oder? Ich meine, klar, man kann es jetzt schlecht sagen, aber... Hätte auch ein Stürmerfoul sein können. Ja, das ging so schnell, ich kann es jetzt gar nicht wirklich sagen. Also die gelb-rote Karte war auf jeden Fall für mich ein Riesenwitz. Ja. Das darfst du niemals zeigen. Das sagt jeder, ja. Das war das schlechte Tor, Gewissen vielleicht. Das zweite Tor habe ich auch gehört. Das war abseits, aus einer Abseitsposition. Ja, nichtsdestotrotz, davon können wir uns leider nichts kaufen. Trotzdem müssen wir jetzt versuchen, irgendwie das Positive damit rauszunehmen. Wir haben sehr, sehr gut gespielt. Absolut. 110 Minuten die bessere Mannschaft gewesen gegen Hannover 96, die Top-Favoriten in der zweiten Liga sind. Ja, ich glaub, die top gestartet sind, ne? Also ich hätte es nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich bin überzeugt von unserer Mannschaft, dass wir sehr, sehr gute Fußballer drin haben und ich glaube, wir haben es über die Wochen jetzt schon gezeigt, was in uns stecken kann und das haben wir heute einfach wieder präsentiert. Auf jeden Fall, also Kopf hoch, egal wie schwer es ist, ihr könnt es. Dankeschön. Was hast du für eine Auszeichnung bekommen? Hi Serkan, erstmal. Hi. Es ist eigentlich nicht wichtig. Die Auszeichnung hat die Mannschaft bekommen, muss die Mannschaft kriegen. Nur Man of the Match, aber das ist für die Mannschaft. Also Hut ab wirklich vor der Leistung, weil überragend, über 120 Minuten, man hat den Klassenunterschied nicht gemerkt. Also ich fand, wir waren die bessere Mannschaft. Absolut. Wir hätten es verdient gehabt zu gewinnen und dann so bestraft zu werden in der 120. Minute, tut im Herzen weh. Aber ja, in schweren Zeiten zeigt die Größe sich dann, wenn man aufsteht, nach Nackenschlägen. Und wir können stolz sein, also das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Jetzt am Freitag geht es weiter in der Liga, da warten ja 3 Punkte auf uns. Und wir trauen jetzt zusammen, aber dann stehen wir auch zusammen wieder auf und geben wieder alles, um die Saison erfolgreich zu beenden. Ja, ich denke, ihr könnt da einfach ganz erhobenen Hauptes rausgehen. Ihr wart die bessere Mannschaft, ihr habt den Tabellenführer von der zweiten Liga absolut an der Niederlage gehabt. Ja, klar, also ich sag, danke auch an die Fans, überragende Stimmung, die haben uns von der ersten bis zur letzten Minute getragen. Wir konnten Kräfte rausholen noch in den letzten Minuten. Ja, es tut dann weh, wenn man so einen unglücklichen Treffer mit dem Schluss fängt. Also tut wirklich im Herzen weh, aber Hut ab vor der Mannschaftsleistung. Also ich denke überragend, wie wir das gemacht haben. Absolut. Darauf kann man aufbauen und weiter geht's, Kopf hoch. Kopf hoch. Bei dir alles okay soweit? Also danke auch an die medizinische Abteilung, wurde direkt versorgt, super. Das Auge ist nicht so wichtig, das Herz, die Wunde da, die muss schneller heilen. Aber ich denke, es ist nicht so allzu schlimm. Okay, also du bist auch fit dann für mich. Ja, klar. Super. Also herzlichen Glückwunsch, Riesenleistung. Danke. Dankeschön. Danke. Schönen Abend. Marco, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, auch wenn ihr das jetzt ganz blöd verloren habt, aber ihr wart die bessere Mannschaft und dazu gratuliere ich euch, das war ein Riesenspiel. Wie kriegt man den Kopf jetzt wieder hoch? Ja, wir müssen, sagen wir mal so. Jetzt ist es noch schwer, aber
Freitag ist schon das nächste Punktspiel. Ich denke, wir haben jetzt morgen die Zeit zu regenerieren. Und dann müssen wir den Kopf wieder frei bekommen und auf die Liga konzentrieren. Das ist jetzt extrem wichtig, dass wir die Punkte aufholen. Ja. Aber ich denke, ihr könnt auch ja hoch erhobenen Hauptes gehen und könnt, ihr wisst, dass ihr wirklich mit einem Top-Zweitligisten super mithalten konntet. Das muss doch auch aufbauen, oder? Ja, klar, das ist auf jeden Fall, aber jetzt ist es erstmal schwer. Klar. So kurz danach. Ja, klar. Ja. Hast du die Szene gesehen, die zum Elfmeter geführt hat? Nicht ganz, aber ich glaube, also, dass das Foul erst von Hannover ausging, dass ihn Meier oben hält, so wie ich es gesehen habe. So habe ich es auch gesehen. Ja, Stimmer Foul. Ja, so habe ich es auch gesehen, aber. Ja. Ich denke, die rote Karte von Marso, denke ich, war auch fragwürdig. Ja, die hat jeder fragwürdig gesehen, ja, das stimmt. Naja, aber wir können es jetzt nicht mehr ändern. Nee. Denn wir hätten den Sack auch vielleicht, was heißt, zumachen können, wir hätten auch. Er hat gute Chancen. Ja. Hat er dann der letzte Pass gefehlt. Ja. Aber du merkst dann auch, dass halt solche Mannschaften das dann alles rausnutzen. Aber ihr seid ja auch super zurückgekommen. Ich meine, ihr habt sehr früh zurückgelegen. Da hat man erst gedacht, oh, am Anfang hattet ihr, glaube ich, ich weiß nicht, Angst kann man es nicht nennen, aber ihr wart am Anfang noch so ein bisschen unsicher. Aber dann seid ihr super zurückgekommen. Ja, ich denke mal, die zwei Tore waren ja relativ früh, glaube ich. Ja, die haben uns schon ein bisschen wehgetan, aber ich denke, wir sind als Mannschaft mit den Fans im Rücken natürlich sehr zurückgekommen und sehr gut. Ja, und dann hat man gemerkt, das war ein Pokalfight. Ja. Und ja, es hat auch natürlich auch Spaß gemacht, aber natürlich wäre es besser gewesen, wenn wir weitergekommen wären. Wir hätten vielleicht nicht ganz so gut gespielt. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, aber das können wir uns nicht mehr ändern. Kann man nicht mehr ändern, aber trotzdem, so von der Kulisse her, das konntet ihr ein bisschen genießen, oder? Ja, klar, ist geil. Wenn du abends spielst, am Biberer Berg mit den Fans im Rücken, macht echt Spaß. 10.000 ist schon mal nicht schlecht. Ja, klar, das auf jeden Fall. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel. Erste Runde Kickers Offenbach gegen Hannover 96. Endstand 2:3 nach Verlängerung. Die offizielle Zuschauerzahl 10.573. Man of the Match übrigens, Serkan Fehlert von Kickers Offenbach. Ich darf begrüßen die beiden Trainer, Daniel Stendl von Hannover 96 und Olli Reck von Kickers Offenbach, und darf den Herrn Stendl bitten um sein Statement zum heutigen Spiel. Ja, zuallererst möchte ich sagen, dass ich fange mit uns leider an. Ja, ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Nicht, weil wir heute das beste Spiel gemacht haben, was wir können, aber dass wir gezeigt haben, dass Leidenschaft und Wille und Herz am Ende so ein Spiel entscheiden kann. Ich will nicht sagen, dass Offenbach das nicht hatte. Ich denke, das war auf Augenhöhe, aber am Ende sind wir der glückliche Sieger. Das freut mich extrem. Und wie gesagt, ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Als zweites muss ich sagen, Gratulation an Kickers, an Olli. Eine sehr, sehr gute Leistung der Kickers, die uns bis 120. Minute gefordert haben, das Spiel sehr offen gehalten haben, muss man sagen, im Zusammenhang mit dem Stadion, mit der Kulisse, war es sicherlich deutlich mehr als nur ein Regionalliga-Niveau, sondern es war deutlich mehr, und wie gesagt, es war am Ende auf Augenhöhe, und wir sind nichtsdestotrotz glücklich, aber auch Glückwunsch an Kickers Offenbach für diese Leistung. Okay. Danke, Olli. Ja, jetzt denkt jeder, es kommt die Floskel auch von mir, ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das brauche ich gar nicht sein, weil ich weiß, was diese Jungs leisten. Jeden Tag, jede Woche im Moment. Im Moment klafft viel oder bricht viel auf uns ein, auf den Club. Aber ich glaube, wenn man heute gesehen hat, wie wir uns dagegen wehren, stemmen, Rückstände wegstecken, uns dagegen wehren gegen irgendwelche Sachen. Klar, wenn in der 119 Minute so eine Situation passiert, ist es fatal, weil man kann ja nicht mehr reagieren in der 119 Minute, schade. Aber jetzt zu sagen, ich bin stolz auf mein Team, das brauche ich gar nicht mehr sein, denn ich weiß, was diese Mannschaft leistet, Woche für Woche, Tag für Tag. Und ich glaube, wir sind mit dieser Truppe auf dem richtigen Weg, wurden heute nicht belohnt, aber das ist im Fußball so, manchmal bricht alles auf einen ein, aber manchmal geht die Uhr auch wieder andersrum. Und ich drehe dran an dieser Uhr und versuche, dass es irgendwann wieder mal in die andere Richtung geht. Ich muss trotzdem sagen, dass Hannover uns natürlich als Zweitligist es unwahrscheinlich schwer gemacht hat in diesem Spiel. Das muss man anerkennen, immer wieder auch die Chance hatte auf ein weiteres Tor, aber ich glaube, die Chancen hatten wir auch. Und hätten das vielleicht sogar in der Verlängerung einmal mit Mathieu Taylor vielleicht entscheiden können, aber schlussendlich war es ein sehr, sehr spannendes Spiel. Die Zuschauer sind, glaube ich, auf ihre Kosten gekommen in diesem Pokalfight. Und ich glaube, das war ein toller Abend, auch wenn wir leider verloren haben.
Glückwunsch an Hannover zum Weiterkommen. Dankeschön. Jetzt besteht die Möglichkeit, den beiden Trainern noch Fragen zu stellen. Wenn das der Fall ist, bitte ich um Handzeichen. Ja. Dann kommt der Kollege mit dem Mikrofon vorbei. Ja, Jörg Moll, auf der Post. Herr Stendl, vielleicht eine Frage an Sie auch. Wie haben Sie denn die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, gesehen? Ich stehe 60 Meter entfernt. Also irgendwo habe ich irgendwie was von Hand gesehen, aber auch man am Ende der Schiri gepfiffen. Also der stand dichter, der hat es besser gesehen. Für uns natürlich glücklich und ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich muss noch mal eine kurze Frage dazu stellen, weil es gab zwei verschiedene Varianten, die hier rum geisterten sozusagen als Erklärung. Mancher hat gesagt, dass auch die Spieler, teilweise Offenbacher-Spieler, haben gesagt, das wäre ein Foul gewesen. Was war es denn, ein Hand- oder ein Foul? Den Schiedsrichter habe ich auch gefragt, konnte mir auch keiner sagen. Also, Schiedsrichter konnte es nicht sagen. Er wollte es nicht sagen. Ja. Also ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt von Hand ausgegangen, weil ich habe okay. Keine Ahnung. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ja, dann wünschen wir 96 alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Und wir sehen uns wieder am 30.08. dann hier zu Hause gegen den FC Nöttingen. Danke und noch einen schönen Abend.